Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute bin ich übrigens sehr mysteriös. Ihr habt gerade den Dampf gesehen. Ich bin ein Dark Souls Boss. Und wir ducken uns erstmal. Wir haben nämlich Stimmen gehört. Ach, man kann sich ja nicht mehr geduckt irgendwo reinknacken, was irgendwie völlig dämlich ist. Normalerweise duckt man sich beim Schlösserknacken. Aber man steht auch nicht auf. Ja, wir wissen auf jeden Fall. Ich bin nicht das erste Mal drauf reingefallen, oder? Wir wissen auf jeden Fall. Oh, wir haben jetzt 50er Kaliber mitgenommen. Nice. Ah, hier ist noch ein Bohrer. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ah ja, genau. 50er Kaliber haben wir jetzt. Und wenn wir jetzt ein Reh sehen, machen wir es kaputt. Suche nach Spuren von Wolf. Wir suchen erstmal nach Spuren der verschlossenen Tür, denn da ist noch so ein Viech drin, was wir haben wollten. Ach komm, die sind sowieso unterlevelt. Kann ich auch rumrennen wie Bekloppter. Damals war es hier noch schwer, als wir das erste Mal hier waren. Oh, Bleischrott. Sicheres Unternehmen. So. Ich glaube, wir müssen höher, ne? Was ist zum Teufel? Du kommst einfach aus dem Boden, wie so ein creepiger Roboter, der gerade aus dem Boden wächst. Wir müssen auf jeden Fall höher. Ich erinnere mich an ein dampfendes Unwesen, was mich genervt hat. Soll ich Fusionszellen mitnehmen? Eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, mehr Munition überhaupt mitzunehmen. Könnt ihr jederzeit selber herstellen. So, wo war die besagte verschlossene Tür? Hier war Toilette und so. 98 Haarklammern. Ich denke, wir können auch zu Hause ein paar Haarklammern verkaufen, ne? Was du auch da machst, weiß ich nicht. Er ist wahrscheinlich die Zwangsjacke bewacht für seinen Meister, der hier anscheinend gewohnt hat mit seinen 1 Milliarde Robotern. Aber immer noch nicht die Tür, die ich suche. Ich liebe diese Waffe. Die ist einfach göttlich. Hier war es nicht. Eine creepy Puppe, die wollen wir auch nicht haben. Ja, komm, gehen wir wieder. Irgendwo ist hier Mr. Dampfmaschine, der mich das letzte Mal, als wir hier waren, geärgert haben, was ungefähr vor 100 Folgen war. Ach, Dampfmaschine. Oh, Stufe 40 und ein Meister. Was hast du davon? Das hast du davon. Ich bin nur wegen dir zurückgekommen. Nein, eigentlich wegen der Waffe, die ich jetzt nicht mehr finde. Greife ich so ein Level 1 Viech an. Ich werde nicht mehr. So. Persönliche Aufzeichnung. Ist hier noch so ein Dampfding? Wenn wir auf dieser Etage, ne? Ich will nicht irgendwie in den Rücken geschossen werden, wenn ich lese. Wer hat mich gerade angegriffen? Wer will leiden? Hab ich mir fast gedacht. Okay, persönliche Aufzeichnung. Traut seinem Glück allein. Da bin ich also, wieder zu Hause bei meiner Familie. Okay. Wie ist es nur dazu gekommen? Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Wenn ich Papas Geld nicht so schnell ausgegeben hätte, könnte ich jetzt auf einer tropischen Insel entspannen, statt hier in Kohlenhausen zu vergammeln. Verdammt, Vermögensberatung, dass ich nicht lache. Ich sollte lieber darüber wohl da dankbar sein, dass Tante V mich aufgenommen hat, aber ich habe nicht mal mein eigenes Zimmer. Ich muss, wer weiß, wie lange auf Bryces Party sowas schlafen. Igitt. Neue Sicherheitsmaßnahmen. Tante V hat mir
endlich etwas Arbeit besorgt. Sie wollte wohl mal wieder selbst ihren Whirlpool nutzen. Die Firma hat gerade ein paar Prototypen für eine Art Anti-Roboter-Maschine erhalten. Aber die sind total irre. V will mit denen nichts zu tun haben, also muss ich sie irgendwo entsorgen. Haben die Leute von der F&E-Abteilung ernsthaft gedacht, wir würden uns freiwillig von diesen Geräten Stromschläge versetzen lassen, nur um die Hornride zu sabotieren? Du meine Güte. Ein glückliches Treffen. Hab einen Versager gefunden, der mir die Anti-Roboter-Dinger abgenommen hat. Ehrlich gesagt hat er mich ein bisschen nervös gemacht. Dieser Mr. Wolf, angeblich ist er ein Geschäftspartner von Tante V. Ah, ich dachte, der Wolf wäre der Junge. Kommt mir etwas verdächtig vor, aber das ist ja nicht mein Problem. Immerhin hat er gut bezahlt. Jetzt habe ich die ganze Sache hinter mir. Und das Geld ausgeben auch. Ich glaube kaum, dass Tante V sich groß kümmert, was ich mit den Dingern angestellt habe. Sie hat sicher andere Sorgen. Notfallbericht. Allens Terminal, Finger weg, Bryce. Hauptquartier. Ich bin's, Wolf. Ich habe vom Kanarienvogel ein paar praktische Geräte besorgt. Der Einsatz dürfte allerdings schmerzhaft werden. Ziemlich riskant, das Ganze alleine zu machen. Aber die anderen Agenten sind nicht eingetroffen. Ich kann nicht länger warten. Ich werde die Falle in den Hügeln nordwestlich von Levisburg aufstellen. Sollte die flüchtige Einheit bald eingefangen haben. Aber nur für den Fall. Ich lasse einen Ersatzschlüssel und die Pläne da. Seht im Wagen bei den Garahins nach. Wenn nötig, sollte ein anderer Agent das Zeug zurückzuholen. Wolf Ende. Hat er jetzt die Roboter geholt, um... Ah. Stimmt, wir haben diese Protectons, diese Streitbrecher ja gesehen. Diese Horde, die in der Nähe des Sheep Squatch waren. Das waren bestimmt die Streitbrecher. Kannst du davon ausgehen. Stand da gerade irgendwie, ich werde gesucht? Naja. Finde Wolfs Gerätschaften. Wir suchen erstmal hier das Zimmerchen. Ich habe es euch versprochen, dass wir wiederkommen. Und ich halte mein Versprechen. Nur wo war das nochmal? Irgendwo war dieses Zimmerchen. Von da kamen wir ja. Muss halt alles untersuchen. Warte. Hier gibt es mehrere Etagen. Okay. Ah, dieses Gebäude ist verwirrend. Mir war so, als hätte ich hier gerade einen Fahrstuhl gehört. Ha! Nee, das ist der Ausgang, ne? Ja. Ich will den Ball runterschubsen. Nein. Scheiße. Oh nein. Wir machen es anders. Wir nehmen ihn einfach mit. Ich möchte ihn unbedingt runterwerfen. Frag nicht warum. Ich will es einfach tun. Ich habe ein Verlangen danach. Dinge von der Klippe zu werfen. Keine Ahnung. So, Schrott. Kickball. Nein, das funktioniert nicht. Ich lass doch nur... Ich hab's vergessen. Das ist ja kein Fallout. Wisst ihr? Der Moment, an dem man merkt, dass es kein Fallout ist. Bricht einem das Herz. Es bricht einem wirklich das Herz. Und ich meine das jetzt nicht aus Scherz. Das tut euch weh. Einfach das Realisieren. Gefunden! Ich hab's gefunden, Leute. Jetzt gedacht. So, jetzt können wir reingehen. Oh nein, das war Terminal. Die Waffe ist auch nicht da. Oh. Oh Mann. Ja gut, dann hat das keinen Sinn. Ich habe Terminal Hacken noch gar nicht auf 3. Okay. Finde Wolfs Gerätschaften. Na gut, dann müssen wir nochmal runter.
Beim Auto. Ist es nicht irgendwie beim Auto? Ah, wo ist Versteck? Herstellungsgegenstand, Aggressor und Rückrufschlüsselkarte. Und dafür bin ich jetzt überladen. Ausputzer. War das nicht die Kanonenkugel? Ding ins Kirchens. Ist das der Grund, warum ich jetzt so schwer bin? Verbesserte Tarnung, schnelle Schleichgeschwindigkeit. Ich meine, das Ding ist an sich geil, nur leider Stufe 30. Ansonsten hätte ich es ja gern genommen. Aber vielleicht kann ich es verbessern. Aber es würde es auch nicht stärker machen. Mal gucken, vielleicht können wir den Ausputzer verbessern. Er hat auf jeden Fall keinen Stern. Der ist einfach nur. Ist einfach nur eine altmodische Waffe. Mal gucken, vielleicht können wir sie noch irgendwie verbessern. Weil bessere Tarnung ist schon nicht schlecht, ne? So, die Armbrust ist zum Reparieren da und dann ich muss gewichtlos werden. Oder Gewicht dazu gewinnen. Das ist halt der Moment, wo man wirklich die Power-Rüstung tragen kann. Wie viel können wir jetzt schleppen? 340. So, suche den Standort von Wolfs Falle. Wo ist denn diese sogenannte Falle? Da. Pylon-Hinterhalt. Hm. Dann gehen wir vorher aber kurz nach Hause. So, dann schauen wir mal ganz kurz nach. Ne, nicht herstellen. Nee. Zum Modden wechseln. So. Untersuchen, reparieren. Werkstattreparatur. Zack. Das war einmal. Kann ich den auch direkt reparieren? Nein. Schade. Ich hätte den Perk rausnehmen sollen, wa? Was soll's. Ausputzer, was kann man denn mit dir so Schönes machen? Nicht viel. Nicht allzu viel. Ich könnte auf 67 raufgehen, ja, aber. Das lohnt sich nicht wirklich. Ich werde ihn zum Verkauf anbieten. Für einen lachhaften Preis von, keine Ahnung, 300 oder so. Irgendwas richtig erbärmliches. Na gut, 500. So, okay. Dann können wir eigentlich zurück. Ich möchte aber vorher einmal ganz kurz noch die Armbrustbolzen herstellen. Das wäre vielleicht noch was. Munition. Armbrust. 18 Stück. Ja, gut. Zumindest ein Teil geschafft. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt startet nicht das Event, oder? Ich zweifle, dass ich es alleine schaffe. Ich muss auf jeden Fall die Ghule zuerst ausschalten. Dafür ist Stefan am besten geeignet. Der kann das. So, ich vermute aber, den kann ich nicht halten, ne? Nein. Das ist der einzige Nachteil an dem Ding.
Das ist nicht gut. Ist hier noch jemand in der Nähe? Nein. Ja, ich wusste es. Scheiße. Okay, aufgepasst, Agenten. Wenn ihr das hört, habe ich unerledigte Arbeit für euch hinterlassen. Und das gefällt mir nicht. Du hast den Rückruf eines abtrünnigen Aggressotrons eingeleitet. Eine harte Nuss. Sein Schild ist so stark, dass ihm kaum was einen Kratzer zufügen wird. Aber dafür habe ich eine Lösung. Es gibt in diesem Bereich drei Pylonen. Aktivierst du einen, wirst du zu einer Leitung. Kurz gesagt, du bist dann voller Energie. Energie, die direkt in den Schild des Roboters gepumpt wird. Du brauchst alle drei, um ihn zu erledigen. Ja, nimmt keinen Schaden. Viel Glück. Hoffentlich läuft es bei dir besser als bei mir. Er kommt her. Oh Gott, ich bin am Arsch. Hilft er mir? Ich bin nicht alleine. Alles klar, ich lenk den Typen hier ab. Ah, ich habe meinen Hammer aber auch nicht dabei. Haha. Aber ich habe den hier dabei. Nee, lass mich doch in Ruhe. Yeah. Ich lenk ihn ab. Ich lenk ihn ab. Ich hab hoffentlich genug Stims dabei. Scheiße. Oh. Shit. Nein, ich habe ihn in den Stich gelassen. Ich komme sofort. Muss man den aktivieren? Ja, oh Gottes, um Gottes Willen. Ah. Oh nein. Wieso gehen die nicht kaputt? Oh nein. Ich mach's bestimmt falsch, 100 Pro. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Aktiviere die Pylonen. Er sagt irgendwas, ja. Ich verstehe nicht. Okay, wir müssen die Pylonen aktivieren. Okay. Aber wir brauchen noch den da hinten, ne? Ich glaube, wir brauchen noch einen dritten. Weil wenn ich den hier aktiviere... Oh! 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 Warum greifst du mich an? Hier sind überall Leute. Oh. Er hat mich getötet. Aufgeben. Er ist auch gefallen. Holy shit. So viele Stims habe ich überhaupt gar nicht dabei, glaube ich. Der zerfleischt mich. Wo ist der? Nee. Verarschen. Was willst du denn von mir? Ich bin unschuldig.
Ach, nein. Überlebe, Zero. Überlebe. Überlebe, um Himmels Willen. Da kommt ein anderer. Mit 100 irgendwas. Okay. Was zum Teufel? Ich glaube, ich muss einfach liegen bleiben, wenn ich die Pylonen habe, ne? Scheiße, ich glaube, er ist hinter mir, ne? What the WTF? Okay, da kann ich nicht hingehen. Wo ist er? Scheiße. Wieso wird alles hier rot? Aber wegen dem Typen. Oh Gott, ich glaube, er hat es auf mich abgesehen. Ich bin unschuldig, Junge. Ich brauche Full Life. Scheiße, nein! Mir geht die Munition aus. Ich muss mit der 10 mm weiterkämpfen. Ich bin fast tot. Junge! Ich bin Pylon Nummer 2, okay. Scheiße. Ich komme. Ja! Ja! Wir brauchen noch Pylon Nummer 1. Ich glaube, wir haben Pylon Nummer 1 wieder drin, ne? Er will mich. Muss laufen. Ich habe keine Stims mehr. Shit, ich muss gleich kurz nach Hause. Das ist nicht gut. Ah. Scheiße. Ich kann nur überleben. Nein, einer ist tot. Ich bin der Nächste, der tot ist. Ah. Lass mich doch in Ruhe! Ich habe auch keine Granaten oder so. Nein! Shit. Na. Okay, ich muss kurz nach Hause. Scheiße, was geht denn hier ab? Ich bin gleich wieder bei euch. Muss mich nur kurz was kaufen. Holen. Von zu Hause. Vielleicht schaffe ich es noch, Munition herzustellen. WTF. Ist das anstrengend? Ich meine, ich habe jetzt ein Viertel von dem weg vielleicht. Das muss ich machen, wenn ich auf einem fetten Server bin, wo ganz viele Starke sind. Die haben auch wirklich Bock drauf, den Legendären zu machen. Ich hoffe, die Quest ist jetzt nicht beendet, nur weil ich weg bin. Okay. Wie viel Munition kann ich herstellen? Scheiße, ich muss erstmal raus. Ich kann nicht so viel Zeit verschwenden, Mann. Die brauchen mich. Munition. Ich kann keine Munition. Ich habe keinen Stahl. Verdammt.
Okay, da muss ich mit meiner 10 mm kämpfen oder ich hole meinen Hammer wieder. Den ich natürlich auch mit Stahl reparieren muss. Erfahrung bekommen. Okay, die kämpfen da immer noch. Sehr schön. So, plus 10 Gesundheit. Und dann brauche ich all meine Stims. Aber ich glaube, der Hammer wird es nicht reißen. Glaube ich nicht. Ich kann ihm vielleicht eine verpassen und bin dann tot. Wenn es gut läuft. Oh. Wie viel geschlagen? Aber dafür habe ich eine Lösung. Es gibt in diesem Bereich drei Pylonen. Aktivierst du eine, wirst du zu einer Leitung. Kurz gesagt, du bist dann voller Energie. Energie, die direkt in den Schild des Roboters gepumpt wird. Du brauchst alle drei, um ihn zu erledigen. Viel Glück. Hoffentlich läuft es bei dir besser als bei mir. Okay, was ich für diese Mission brauche, ist Psycho und den ganzen anderen Kram. Ich muss mir, glaube ich, hier Drogen ohne Ende reinziehen. So, wollen wir es nochmal versuchen oder was? Wie viele sind hier noch? Ich starte einfach nochmal und dann gucke ich, wie die anderen drauf reagieren. Macht auch keinen Schaden, ne? Na komm, ich versuch's einfach nochmal. Ich habe jetzt meine Drogen zwar nicht dabei, aber... Vorgang abgebrochen. Bitte später zurückkehren, um den nächsten Rückruf einzuleiten. Okay, das geht noch nicht. Naja. Geht nicht, Jungs. Wir müssen warten. Aber hat gute Erfahrung gebracht. Von daher... War also nicht ganz umsonst, ne? Wir können uns halt jetzt darauf vorbereiten. Und es dann nochmal versuchen. Dann, wir versuchen das einfach einmal die Woche. Ne? Ich denke, das ist ein Deal. Und irgendwann werden wir es schaffen, wenn die richtigen Leute da sind. Dann werden wir das Event starten, uns verstecken. Eigentlich kann man super Stahl erfahren, alter Schwede. Uns verstecken und dann einfach, ja, es wiederholen. Ne? Ja, du 34er hast hier nichts verloren. Alles klar, was hast du so Schönes, wenn ich schon hier bin? Medikamente, ja. Ja, meine, das haben wir alles zu Hause. Ich habe alles gebunkert, mehr als genug von allem. Glaube ich. Hoffe ich. Ich erinnere mich, dass ich von allen drei da gelassen habe. Und den Rest verkauft habe. Aber gut, wir machen ja eh nächste Woche weiter, wahrscheinlich wieder irgendwann am Wochenende. Und ja. Gucken wir, was wir als nächstes machen. So. Folge dem Weg der Aufseherin. Haben wir da irgendwas noch? Questmäßiges. Nö. Hol deine verlorene Beute zurück. Wo ist die? Okay. Entwicklung. Verdiene Pfadfinderabzeichen. 1 von 3, ja. Wieso kriege ich Schaden? Wodurch? Die ganze Zeit. Bist das etwa du?
Ja, sonstiges. Untersuche das Southern Valley Motel. Ja, wird das unser neues Ziel. Wird wahrscheinlich nicht lange dauern. Aber egal. Was ist das? Gnadenloser Zensus. Ferner Donner. Weißt du was, wir machen einfach das Event da hinten. Aber erst in der nächsten Folge. Haut rein, euer Vero. Tschüss.